Wake up when the sun comes down and the light falls on my head. Get up, I pull the curtains back and awake my sleepy head. Last night I had a dream that I was floating on a cloud. I woke up, then I saw your face and I turned my life around. And I keep dreaming of you. Keep dreaming of you. Of you. I keep dreaming of you. Tonight when the moon comes up and I go back to bed, I put my face on the pillowcase and I rest my weary head. Tonight I hope to dream that we are floating in the clouds. You'll be there to hold my hand and our feet won't touch the ground. And I'll keep dreaming of you. Guten Morgen, Herrschaften. Wir haben rund um den Mittleren Ring immer wieder stockenden Verkehr. Auf der A9 Richtung München zwischen Garching Nord und Freimann ebenfalls stockend. Dann die A94 Richtung München zwischen Kreuz Ost und Steinhausen 6 Kilometer stockenden Verkehr. Und A99 die Westumfahrung Richtung Nürnberg zwischen dem Kreuz West und dem Dreieck Allach ebenfalls stockenden Verkehr. Wir können ja auch einen Zungenbrecher draus machen. In Finsing Richtung Neufinsing auf der Neufinsinger Straße hat Lissy gemeldet. Ja, ich habe einmal unfallfrei hingekriegt. Alina grinst schon. Dann haben wir die Wackersberger Straße statt einwärts, statt auswärts, die Bahnstraße. Wenn ihr noch einen Blitzer seht, gern durchklingeln und Bescheid geben. Macht's wie Lissy und meldet den in Finsing Richtung Neufinsing auf der Neufinsinger Straße. Gute Fahrt! Ich freue mich wieder sehr, denn Alina ist heute da und macht das Wetter. Genau, heute lieber den Regenschirm mitnehmen, weil es wird tagsüber auf jeden Fall bewölkt und immer wieder regnerisch sein. Momentan in München bei aktuell 8 Grad, in Petershausen bei 9 und in Garching 10. Morgen sieht es da ähnlich aus, es kommt allerdings immer wieder die Sonne raus, abends regnet es dann und das bei maximal 14 Grad. Um 8:04 und wie ihr an diesem Freitag ein Date mit Alina bekommt, mit mir bekommt und mit vielen anderen Energy-Kollegen und mit welchem Star noch, das verraten wir euch nach Sam Smith und Money on my mind. Guten Morgen. Kermat oder wie er in echt heißt, Lodewijk flüttert mit One Day. Van Dach, 8:38 Uhr, Van Dach München. Wobei, wenn es sein Wandach heißt, heute, Kuldach ist ein guter Tag. Aber ich will ja nicht ablenken vom Thema hier, denn wir haben eine Frau, die es mit mir macht. Und das ist glücklicherweise die Aline heute Morgen. Du machst es, Alina, Entschuldigung, du machst es sehr schön. Danke. Du bist ein absolutes... Ah, nee, ich nehme nichts vorweg, ich nehme nichts vorweg. Wir machen das jetzt einfach mal so, dass du dich selbst vorstellst. Ich gebe dir jetzt 30 Sekunden Zeit und die kannst du nutzen, um dich einfach jetzt mal ganz München vorzustellen. Denn Alina vertritt ja heute Steffi. Ich habe jeden Tag eine andere. Das heißt, eine andere von euch bekommt die Chance, hier München zu wecken und gerade mal von der anderen Seite kennenzulernen. Bist du bereit? Auf jeden Fall. Genau, hallo erstmal. Mein Name ist Alina. Ich bin 24 Jahre alt und ich komme natürlich aus dem schönen München. Und ja, in meiner Freizeit gehe ich wahnsinnig gerne shoppen mit meinen Mädels, wie glaube ich jedes Mädchen gerne. Und ja, wie der Malte das gerade schon angesprochen hat, ist das, was ich gerne mache, YouTube-Videos. Das heißt, ich schneide Filme, produziere das alles selber und stelle das dann ins Internet, um eben meine Zuschauer zu unterhalten. Und auf jeden Fall weiß ich, was ich heute Abend mache, und zwar das Bayern-Spiel gucken. Das weiß ich nämlich seit heute, dass das nämlich ist und ganz, ganz wichtig ist. Sehr schön, das haben wir soweit. Wie wird man denn so ein YouTube-Phänomen, das 45.000 noch was Abonnenten bekommt?
mit ganz viel Zeit einfach. Und es muss nicht gleich sofort sein, sondern man kann sich da ganz viel Zeit lassen und sich selbst auch entwickeln. Und ja, dann läuft das irgendwann ganz von alleine. Ihr könnt euch natürlich auch ein Foto anschauen von Alina auf unserer Facebook-Seite Energy München 93.3. Da haben wir sie für euch natürlich fotografiert. Und ihr könnt euch selbst noch bewerben und vielleicht mitmachen auf energy.de/München. Das Gute ist, einschlafen wird das Kind in dem Fall auf jeden Fall. Down by the river, Lord of 16. Hallo, ihr habt gerade ganz kurz Pause und ich wollte euch ganz kurz Hallo sagen und auch den Malte kurz vorstellen, der da hinten ist. Hi, grüßt euch. Es macht super viel Spaß und ich hoffe, dass ihr dann auch Spaß an dem Follow Me Around habt. Ich habe euch das dann so ein bisschen alles mal zusammengeschnitten und gezeigt, wie das hier ist. Und wir haben jetzt, glaube ich, noch eine Stunde oder so hier zusammen. Halbe Stunde. Halbe Stunde nur noch. Oh, schade. Aber die werde ich auf jeden Fall noch nutzen und genießen. Ne? Und genau, dann machen wir jetzt gleich mal weiter. Good job.